Liebe TSG-Fans, wir sitzen hier am Happy Place unseres U23-Cheftrainers Vincent Wagner am Sprinthügel am Trainingsplatz unserer U23. Vincent ist bei uns. Erzähl uns direkt doch mal ein bisschen was über diesen Happy Place und warum wir jetzt hier sind. Als ich das erste Mal hier war, vor anderthalb Jahren, haben wir uns hier darüber unterhalten, was so der Plan für die U23 ist. Und ich hatte so den Blick auf alle vier wunderschönen Plätze, auf die Natur hier in Zuzenhausen. Und ja, es ist schon eine coole Vorstellung gewesen, Fußball sehr, sehr intensiv zu arbeiten in so einer wunderschönen Umgebung. Und das ist auch so geblieben. Ich meine, schöner Frühling, offiziell ist noch Winter, aber jetzt haben wir auch Glück gehabt und haben die ersten Sonnenstrahlen abbekommen. Also nee, ich mag das hier zu sitzen, nicht wegen dem Sprinthügel per se, sondern Blick auf die Plätze. Und ja, das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Ausblick und deswegen bin ich sehr, sehr gerne hier. Ich habe immer noch mir fest vorgenommen, irgendwann mal mit so einem Campinggrill hier irgendwann abends mit den Jungs mal einen kleinen Grillabend zu machen, ganz unformell. Das wäre eigentlich auch noch so eine coole Sache, die man mal machen könnte. Aber ich bin sehr gerne hier. Kann man schön ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Ecke hier. Hier bin ich gerne. Ist natürlich auch ein Ort mit Symbolcharakter. Thema Vorbereitung, die sich jetzt dem Ende zuneigt, finale Phase, Spieltagswoche, jetzt aktuell auch schon. Wie war denn die Vorbereitung aus deiner Sicht? Und da auch mitgefragt, auch nochmal einen Blick zurück in kurzen auf den bisherigen erfolgreichen Saisonverlauf. Ja, ich meine, wir spielen natürlich so eine Kombination, dadurch, dass wir ja so eine extrem lange Hinrunde gespielt haben mit vielen Spieltagen. Also wir sind ja jetzt schon bei Spieltag 21, wir haben fast zwei Drittel der Saison gespielt, haben wir natürlich auch eine dementsprechend extrem lange Pause gehabt. Das war dann schon ungewöhnlich. Acht Wochen insgesamt. Also die Pause sogar noch länger und acht Wochen Vorbereitung. Acht Wochen Vorbereitung und ja, wir haben dann im Gegensatz zu vielen anderen, haben wir auch direkt am 8. oder 9. war es, haben wir es schon so lange her, dass wir gar nicht mehr so genau weiß, haben wir halt zwei Wochen früher als so die meisten anderen, haben wir halt mit der Vorbereitung angefangen. Ja, weil wir halt auch keine Zeit zu verschenken haben, weil wir Bock haben, halt Gas zu geben im Fußball, weil wir Bock haben, da zu arbeiten. Es war dann zwischendurch schon auch mal ein bisschen lang und zog sich ein bisschen, aber so jetzt, wo es jetzt losgeht, war eine gute Zeit, eine sehr intensive Zeit, durch die wir grundsätzlich eigentlich gut durchgekommen sind, bis so letzte Woche, wo wir leider mit Noah König, mit Syndesmoseband, den wir im Prinzip für die Rückrunde verloren haben. Sonst hatten wir Bogarde am Anfang Kleinigkeiten, der jetzt wieder mitten im Training ist und Kalambay hat heute nochmal so ein bisschen sich an der Schulter verletzt. Das ist hoffentlich nicht so schlimm. Sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen im Verhältnis dazu, welchen Trainingsload wir gefahren haben. Also heute ist natürlich auch wieder so ein spannender Tag. Dienstag ist ja immer Doppeldienstag in der Regel. Da trainieren wir dann immer zweimal, auch immer relativ intensiv. Ja, weil hat man in der Hinrunde gesehen, nochmal Rückblick, Hinrunde. Auch da hatten wir eine ordentliche Vorbereitung, die mit zwei Trainingslagern natürlich auch sehr, sehr intensiv war. Hat natürlich geholfen beim Teambuilding mit den Jungs. Klassisch U23, immer ein relativ großer Umbruch. Wir hatten jetzt dieses Jahr natürlich schon den Vorteil, dass wir so 10, 11 Jungs dabei hatten, die so ein bisschen wussten, was das Trainerteam, was wir so möchten hier bei uns in der U23, das hat dann auf jeden Fall geholfen. So sind wir dann auch ganz gut in die Saison gestartet, wo wir dann auch sogar dachten, dass wir vielleicht sogar schon einen Ticken besser sind, als wir dann am Ende auch sind. Hat dann dazu geführt, dass wir auch, muss man schon sagen, auch mit ein bisschen Pech, aber auch mit ein bisschen Unvermögen, dass wir dann in der einen englischen Woche ja tatsächlich 3x1-0 verloren haben, 2x85+. Wo man den Jungs jetzt gar keinen großen Vorwurf machen konnte, muss man ehrlich gesagt sagen, gegen Steinmach sagte der Trainer, boah, wenn wir 8-1 verlieren, dann ist auch okay. Und ja gut, aber die haben halt in der 92. nach Ecke das 1-0 gemacht und drei Tage später in Mainz. Das war auch, muss man schon sagen, sehr unglücklich. Und ja, dann Stuttgarter Kickers, da war die Niederlage dann sicherlich verdient am Ende der Woche. Aber es war dann halt am Ende einer englischen Woche sehr früh durch einen individuellen Fehler im Rückstand geraten. Und dann kann es ja auch mal kippen, muss man ja auch sagen. Und da haben die Jungs sich sehr stabil gezeigt. Ja, sie haben es dann 1-0 verloren, aber es war auch nicht so, dass wir uns da abschießen lassen haben. Und dann haben wir, ich würde noch nicht mal sagen, die richtigen Lehren rausgezogen, sondern wir haben einfach so weitergearbeitet, wie es war. Und hatten ja dann diese ominöse Statistik, die du mir ja sogar zugesandt hast. Also von dir habe ich sie bekommen tatsächlich. Die sagte, wir hatten die zweitwenigsten Chancen zugelassen in der ganzen Liga und hatten uns die meisten, so hochgerechnet auf alle Spiele, hatten uns die meisten Tore erspielt. Also zweitwenigsten Chancen zugelassen, die meisten Torchancen erspielt und mit so einer Statistik warst du am Ende des Tages Neunter. Da weißt du, wie der Fußballer manchmal sein kann. Zum Glück, wenn du dann den Rest der Hinrunde nimmst und dann auch Rückrunde start, zum Glück hat sich das dann ausgeglichen, sodass wir jetzt auf zwei überwintern, auch verdient.
also das muss man schon sagen, also die Jungs sind schon so gut, wie sie sind. Und da, wo wir stehen, da stehen wir auch ein Stück weit zurecht. Es ist aber immer ein ganz schmaler Grat. Vorbereitung war wirklich gut, war intensiv zwischendurch so ein bisschen. Und dann hatten wir so letzte Woche Dienstag dann, ich will nicht sagen so Topspiel gegen Stuttgart 2, aber hatten wir doch so dieses Vorbereitungsfinale, möchte ich mal nennen, gegen Stuttgart 2, wo es wirklich eine brutale Intensität. Und da war ich sehr positiv überrascht von meiner Mannschaft im Sinne von, dass sie wirklich so am Limit gespielt haben und mussten sie auch, weil Stuttgart war mit Top 11 da und die waren wirklich, oder die sind wirklich gut. Das haben wir dann 3-0 für uns entschieden und es war dann wirklich extrem erfreulich, um dann im Prinzip 4 Tage später trotzdem nochmal die Realität der Regionalliga sofort wieder zu kriegen. Stuttgart 2, U23 Hoffenheim, schnelles Spiel, es ging hin und her und Waldorf, clever, abgewichst, auf Zeit gespielt. Am Anfang dummen Fehler gemacht, 0-1 zurückgelegen und dann die Chance nicht genutzt und dann auch verloren. Und so hoffe ich, dass das nochmal zur rechten Zeit ein Schuss vom Bug war. Und ja, war dann erstmal nicht ganz so gut gelaunt am Samstag. Und dann hat sich aber das Wochenende doch noch relativ erfolgreich entwickelt, wenn ich dann halt gucke, dass dann am Sonntag Joshi hat jetzt zum 3. Mal hintereinander zweite Liga gespielt. Joshua Quashi mittlerweile zum Fortuna Düsseldorf verliehen. Und was du auch ansprechen wolltest, sicherlich Tim Drexler, der gegen den BVB im Kader unserer Profis stand. Ja. Da eine Frage, wie läuft sowas eigentlich ab, wenn ein Spieler von uns dann vielleicht auch spontan aufrückt und zum ersten Mal im Bundesliga-Kader steht? Ja, also das ist ja ein Prozess. Also das Schöne hier, kommt ja alles nicht über Nacht und das ist ja so ein Prozess. Und da halt auch noch, also Drex ja jetzt ganz konkret, aber Umut ist ja genauso spannend. Also Umut ja jetzt hat ja auch gerade verlängert. Hat jetzt in Dortmund beim Auswärtssieg 80 Minuten gespielt. Das ist ja ein Kompliment sowohl ans Trainerteam, aber auch an die ganze U23-Truppe. Umut war ja schon einige Male bei uns, hat dann Spielpraxis gesammelt, was in dem Alter unheimlich wichtig ist. Und dann haben wir ja einige, die danach kommen. Und einer ist jetzt Tim Drexler, der sicherlich als Top-Talent gerankt war und auch eine Weile da schon unterwegs ist. Aber nur Talent-Ranking reicht ja auch nicht, sondern hat dann im Prinzip im Laufe der Hinrunde durch solide Arbeit, durch Fleiß, sich dann auch mit Joshi und König eine gewisse Konkurrenzsituation gehabt und hat sich da dann schon ein Stück weit durchgebissen, was dann auch so seine Aufgabe ist und war und was im Profifußball auch immer so bleiben wird. Also es ist ja jetzt einmal im Kader, aber so, der Weg ist ja noch sehr, sehr lang. Hat das extrem gut bei uns gemacht, sodass dann der nächste logische Schritt ist, nach und nach eventuell zur ersten Mannschaft aufzurücken. Und manchmal entstehen dann durch quasi kurzfristig verliehen, der eine oder andere ist verletzt, da kommt eine Gelbsperre dazu und so ist das. So ist natürlich dann die Idee, dann ist dann der Austausch sehr eng und dann geht Drexler nach oben und hat dann zum ersten Mal im Bundesliga-Kader gestanden, auswärts vor 80.000 und das war dann auch noch ein 3-2-Erfolg. Also logischerweise sind wir ja permanent darüber im Austausch. Also die Trainerteams ist natürlich eine Schnittstelle, dass du dich darüber austauschst, wer, wo, was. Dann ist Drexler ja auch ab und an schon mal im Training gewesen. Es ist ja auch logisch, dass das nicht alles von heute auf morgen geht. In der Regel ist das ja so, dass wir hier mit einer gewissen Nachhaltigkeit arbeiten. Und deswegen ist das so eine Sache, die langsam wächst, um ein gutes Fundament zu haben. Und dann war es jetzt soweit. Er war letzte Woche im Training und hat es auch so gut gemacht, dass Rino dann gesagt hat, hey, okay, macht Sinn, dass der Junge mal dabei ist. Und da muss jetzt das Ziel sein, nicht nachzulassen, sondern nochmal die extra Motivation mitzunehmen. Aber ich glaube, wer vor 80.000 Mal im Kader schon mal gewesen ist, der wird Motivation genug haben, dass er da nicht nachlässt. Und bei Drex mache ich mir da sowieso keine Sorgen. Der will mehr, der will sozusagen. Mehr. Zum Abschluss, Vince, der Blick dann auf TuS Koblenz am Samstag, das erste Spiel dieses Jahr in der Regionalliga für euch. Wie blickst du dem Spiel entgegen und wie schätzt du auch den Gegner ein? Na, erstmal extrem freudig. Ich meine, wir dürfen endlich mal wieder im Dietmar-Hopp-Stadion spielen. Muss man ja auch sagen, Grünkübel hat einen guten Job gemacht. Dadurch, dass die Vorbereitung so lang war, hatten wir echt viele Freundschaftsspiele, wo wir auch viele zu Hause gemacht haben. Jetzt dürfen wir zum ersten Mal endlich mal wieder auf einen richtig geilen Rasen spielen. Also die Rasenplätze sind auch top für die Witterungsbedingungen. Aber wenn wir jetzt mal die 3 angucken, da haben wir jetzt seit 8 Wochen gewütet. Und der hat halt auch dementsprechend gelitten. Und unsere Greenies machen echt einen Top-Job. Das ist überhaupt der Grund, dass man da überhaupt noch ein paar grüne Stellen sieht. Aber ja. Und deswegen freuen wir uns einfach auf einen wirklich einen geilen Platz, wo man dann auch guten Fußball spielen kann. Gegen einen Gegner, der, ja, die sind Vorletzter, aber auch da, das ist ja so ein typisch Trainer, der dann immer sagt, aber Fakt ist schon, dass die letzten 4 Ligaspiele nicht verloren haben. Und die haben jetzt auch Viertelfinale im Rheinland-Pokal, habe ich gehört, gespielt, vor 7.000 gegen Trier, das haben sie 1-0 gewonnen. Und das wird sicherlich dieselbe Idee sein, dass sie sich hier ein 1-0 erkämpfen. Und das wird nicht so einfach, zumal wir natürlich auch gucken müssen,
dadurch, dass wir im Prinzip mit Kwasi, König und Drexler eventuell von einer absoluten Paradedisziplin 100% Spielzeit abgegeben haben, wird das natürlich eine Aufgabe sein. Aber wir haben natürlich auch genug Jungs, die da rein wollen in die Lücke, die nachdrücken von unten. Und wir haben in der Hinrunde mit denen fleißig gearbeitet. Und dann wird es die Aufgabe sein, dass die dann reingehen in den Lead und das übernehmen. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Wir werden es auf jeden Fall nicht geschenkt kriegen in Koblenz. Das ist klar, das kriegst du in der Regionalliga nie. Aber wenn wir bei uns bleiben, dann haben wir auch Chancen, das Spiel auf jeden Fall erfolgreich zu gestalten. Wir sind gespannt. Vince, vielen Dank für die Ausblicke, die Rückblicke, die Zusammenfassung. Und wir freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht und sind frohen Mutes, dass es auch erfolgreich weitergeht, so wie im bisherigen Saisonverlauf. Vince, vielen Dank. Vielen Dank auch, liebe TSG-Fans. Und ja, gerne mal bei der U23 vorbeischauen im Dietmar-Hopp-Stadion. Auf jeden Fall. Am besten schon am Samstag gegen TuS Koblenz. So sieht's aus. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.